Es geht, jetzt will ich locken. Gut. Ja, gut. So. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Ich weiß nicht, ob Sie wollen, dass ich hier so sage. Das ist ein bisschen herrscherisch, würde ich sagen. Begrüße Sie herzlich zur heutigen Sitzung, welche als Thema die Epigreue haben wird. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Gianluigi Segalerba, wie Sie hier in diesem Text finden können. Vielleicht die Texte sind ein bisschen zahlreich, aber die können uns sowieso uns behilflich sein, auch zum Beispiel für die Zukunft, wenn jemand von Ihren Herrschaften etwas vertiefen möchte in diesen Argumenten. In diesem Textvortrag, die Epigreue-Befragung aus der Angst, wo das, es gibt dieses Programm, es gibt natürlich meinen Namen, auch die Art und Weise, in welcher ich zum Beispiel zu finden bin, das heißt meine zwei E-Mail-Adressen und auch die Adresse von einer Webseite, wo Sie Dokumente werden finden können, unter anderem auch einen Text, der mehr oder weniger diese Sitzung wiedergeben möchte. Es ist fast vorbereitet, ich muss noch etwas korrigieren, vielleicht etwas hinzufügen. Aber sowieso in dieser Webseite werden Sie diesen Text finden, werden Sie höchstwahrscheinlich auch vorausgesetzt, sofern ich nicht von der Technik verraten werde heute Abend, wie es leider in der Vergangenheit einmal und zweimal schon passiert ist, auch die Aufnahme von dieser Sitzung. Sie werden auch das finden, vorausgesetzt natürlich, dass das Aufnahmegerät mich nicht betrügt. Sie sollen, ich bitte, Sie sollen nicht Anstoß nehmen, wenn ich von Mal zu Mal auf das Aufnahmegerät schauen werde, denn leider muss ich irgendwie die Sitzung in zwei Teilen aufteilen. Das heißt, ich muss vermeiden, dass das Aufnahmegerät mehr als 60 Minuten ununterbrochen aufnimmt, denn sonst wird Auswirkungen und auch immer, ich weiß es nicht, die Aufnahme entfernt. Deswegen muss ich zwei Teile, zum Beispiel 59 Minuten, 59 Sekunden und dann vielleicht auch 10 Minuten. Aber wichtig ist, dass die Grenze von 60 Minuten nicht erreicht wird. Ich bitte um Ihre Verzeihung. Und wie gesagt, es werden auch andere Materialien zur Verfügung stehen in dieser Webseite, auf dieser Webseite. Und Sie werden natürlich mich immer kontaktieren können, mit diese zwei E-Mail-Adresse zum Beispiel. Normalerweise, wenn ich am Computer sitze, antworte ich sofort, sonst werde ich mich zu Wort melden. Das heißt, wenn ich nicht sofort antworte, bedeutet das, dass ich nicht am Computer sitze. Aber ich werde mich sowieso für welche Frage auch immer, Erklärungen, Kritiken auch, mich zu Wort melden. Das gilt ohne Zweifel. Ich möchte, bevor ich wirklich beginne, möchte Ihre Herrschaften darauf hinweisen, dass ich leider eine Tendenz habe, die ich nicht so voll habe bezähmen können, nach 20, 30 Minuten, nachdem ich begonnen habe zu sprechen, ein bisschen viel zu schnell zu sprechen beginnen. Deswegen möchte ich Sie bitten, dass Sie mich sofort darauf hinweisen, wenn ich viel zu schnell spreche. Vielleicht habe ich schon begonnen, viel zu schnell zu sprechen. Es ist wichtig, dass ich sozusagen das vermeide, denn natürlich das würde dem Verständnis zu Schaden kommen. Und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Ich habe, wie Sie haben sehen können, einige Unterlagen verteilt. Ich möchte sozusagen mir jetzt erlauben, um nicht diese Probleme zu vermeiden, sozusagen eine Art Appell zu machen bezüglich der Dokumente, die ich verteilt habe. Das heißt, ob Sie alle
richtig und alle Dokumente verteilt bekommen haben. Wie gesagt, Sie sollten alle diese Dokumente haben, Vortrag, die Epikureer mit Programm, Angaben, Adressen und so weiter bekommen haben. Schauen wir. Dann sollten Sie, und ich werde schauen, woher es stammt natürlich, sollten Sie dieses Dokument bekommen haben, das ist, das mit Leukip beginnt. Diese sind einige der Fragmente, welche zu den auf die Atomisten zurückgeführt werden sollen oder Testimonien. Ich werde erklären, weshalb die Atomisten irgendwie für unsere Konstruktion des Gedankens, des Denkens von Epikur wichtig sind. Diese Texte kommt aus dieser Sammlung, die Vorsokratiker, die Sie bei Reklam finden können. Natürlich, wenn irgendjemand von Ihrer Erschaffung das dann nicht bekommen hätte, bitte sich melden. Ich habe überzählige Kopien, glücklicherweise. Sollten Sie dieses Dokument, glücklicherweise muss ich sagen, einseitiges Dokument, das betrifft die Lebensangabe, einige Lebensangaben von Epikur und am gegen Ende der Seite des Blattes können Sie die Erwähnung an einigen der Werken, welche unter dem Namen von Epikur uns überliefert worden sind, das ist zu sagen, das meiste von Epikur ist leider verloren gegangen. Das heißt, wir haben natürlich einige Werke, aber viele Werke, die Titel tradiert worden sind, stehen leider nicht mehr zur Verfügung, sind verloren gegangen. Wir haben Zusammenfassungen, wir haben eine direkte Überlieferung von einigen Inhalten, welche in diesen Werken enthalten waren. Aber leider, die Werke an sich selbst haben wir nicht mehr. Und viele von den Werken von Epikur eigentlich. Dann haben Sie dieses Dokument, das ist sozusagen eine Vorstellung von der Reihe, dieser Vortrag stattfindet. Das heißt University Makes Public, es ist eine Art Zusammenarbeit zwischen Volkshochschulen und Universität, wodurch einige Personen, die an der Universität lehren, tätig werden für diese Vorträge. Ich bin in der Tat in diesem Moment eben tätig am Institut für Philosophie der Universität Wien und ich mache eine Lehrveranstaltung, aber nicht über Epikur. Obwohl es interessant sein werde, aber es ist leider nicht über Epikur. Dann finden Sie zwei Dokumente. Diese stammen aus diesem Buch. Das ist der Befassungsregler, das ist eine von den vielen Sammlungen von Werken, die Sie finden können über Epikur. Es ist nicht die einzige. Das ist sowieso auch gut, würde ich sagen, diese. Und aus dieser Ausgabe habe ich diese Dokumente ausgezogen. Das heißt, das ist der Brief an Herodot. Es ist eigentlich der Brief an Herodot, ist von Epikur, ist eigentlich länger als die Seiten, die ich ausgezogen habe, die ich fotokopiert habe für diese Angelegenheit. Den ganzen Text können Sie eben in dieser Sammlung von Reklam finden. Der Brief an Herodot ist interessant, denn sie schildert den Teil von der Spekulation von Epikur, welcher sozusagen unter der Überschrift Kanonik tradiert worden ist. Das heißt, die Interpretation seitens Epikur, von Seiten Epikurs,
der Physik und der Struktur der Entitäten der Welt. Das ist ein Text. Und in den Seiten, die ich fotokopiert habe, können Sie grundsätzlich die Prinzipien der Interpretation der Realität seitens Epikurs. Aber wie gesagt, es ist nicht der ganze Text vom Brief. Hingegen, das ist der letzte Text, es gibt auch das, das ich beschreiben muss, sowieso. Dieser Text stammt, dieser Text beginnt mit dem Brief an Menikeus. Das ist irgendwie größer als der erste Text, den ich verteilt habe über Epikur. Dieser Text enthält der Brief an Menikeus über Ethik. Das ist vielleicht der berühmteste Text von Epikur selbst. Das heißt, es ist der Text, der am meisten zitiert wird, wenn man sich mit Epikur oder mit Forschungen, welche Epikur als Thema gehabt haben, auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass es unbedingt der interessanteste Text von Epikur ist, aber ich würde sagen, es ist gut mit gutem Approximation ist der meist zitierte. Aber in dieser Sammlung von Texten finden Sie nicht nur den Brief an Menikeus, unmittelbar danach können Sie finden dann die entscheidenden Lehrsätze oder die Hauptlehrsätze von Epikur. Diese waren wahrscheinlich bildeten eine Gruppe von Lehrsätzen, von Grundprinzipien, welche von den Schülern, der Schüler Epikurs, von dem, von welchem ich in Kreuzer sprechen werde, als Katechismen benutzt werden, das heißt als eine Grundauffassung der Prinzipien von der Philosophie Epikurs in der Schule von Epikur selbst in Athen. Und dann nach den entscheidenden Lehrsätzen können Sie finden einige andere Texte, welche interessant sind. Es sind Epikurs Weisungen. Es beginnt auf der Seite 81. Epikurs Weisungen. Diese sind sozusagen Epikurs, einige von Epikurs Maximen, einige Behauptungen, welche unter dem Namen von Epikur uns überliefert worden sind. Und alles andere, das alle diese Instrumente könnten uns behilflich sein, um zumindest eine Präsentation vom Werk von Epikur zu erstellen, zu versuchen. Der letzte Text, den ich dann betrifft nicht eigentlich Epikur oder Epikurs Vorläufer wie Leukipp und Demokrit, die Atomisten, sondern es ist ein Fragebogen, den Sie ausfüllen sollten für die in Bezug auf diesen Vortrag. Und dann, wenn die Person, die untersteht, noch unterstehen wird, wenn der Vortrag vorbei sein wird, dort abgeben oder als Alternative mir selbst abgeben. Ich werde dann abschicken. An das Sekretariat von der Volkshochschule direkt abschicken. Das ist sozusagen, das gilt sowieso als Präsentation der Texte. Jetzt werde ich natürlich sprechen über das Leben von Epikur, möchte zuerst aber ein prägnantes Zitat sozusagen finden, denn ich denn uns behilflich sein könnte. Ich möchte aber zuerst Frau
fragen, ob... ob es natürlich, Entschuldigung, ob es Fragen gibt bis jetzt, ob es klar ist, ob natürlich Sie einverstanden sind mit diesen, mit dieser Struktur des Vortrages oder ob Sie etwas schon anmerken möchten, auch über Epikur oder über Ihre Interessen bezüglich Epikurs. Sonst kann ich einen Text vorlesen. Es ist ein kurzer Text, der aber meiner Meinung nach Ideen uns übermitteln kann bezüglich der Ziele, welche Epikur mit seiner Spekulation verfolgen will, wie er eigentlich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Analyse der Struktur der Realität und Ethik zum Beispiel Suche nach dem Weg zum Glück erarbeitet, wie er dieses Verhältnis zwischen Analyse der Wirklichkeit und Weg zum Glück, Suche nach dem Weg zum Glück interpretiert. Das ist schon sehr interessant, schon sehr wichtig, kann uns etwas sagen, das, wie ich sage, am allerwichtigsten ist, um sich eine Idee zu verschaffen bezüglich einige Änderungen, sogar Umkehrungen, Umschwenke, welche es gegeben hat zwischen der sogenannten goldenen Epoche der Philosophie mit Platon und Aristoteles und dann hingegen mit dem Hellenismus. Mit Epikur einerseits, aber das, was ich sagen werde, könnte auch wahr sein für Skeptizismus und für Stoizismus. Und wenn es keine Fragen gibt oder Anmerkungen, spreche ich zu schnell oder es lässt sich verstehen? Trotz des Akzentes, würde ich sagen. Ja, des ausländischen Akzentes. Und Entschuldigung, wenn ich schaue, aber bin terrorisiert. Und es ist mir schon einmal passiert, dass das mich im Stich gelassen hat und ich habe das alles dann zu Hause wieder vorlesen müssen. Wenn es nicht fragt, natürlich, das habe ich vergessen, aber vielleicht habe ich geschrieben, ich muss das geschrieben haben in der Präsentation vor Vortrag, das heißt, nach jedem Punkt, es ist so, dass nach jedem Abschnitt, es ist vorgesehen, Fragen und Antworten, in dem Sinne, Fragen und Antworten können immer gestellt werden. Es ist nicht so, dass man sich scheut und das Ende des Vortrages erwartet. Nein, können sie immer gestellt werden. Ob ich antworten kann, weiß ich nicht. Ich war ziemlich optimistisch, indem ich geschrieben habe, Fragen und Antworten. Aber offen wir da. So, das heißt, man muss manchmal zumindest ein bisschen barmherzig im Verhältnis zu sich selbst sein. Wenn Sie in diesem Dokument, welcher öffnet mit dem Brief an Menikäus, die Seite 69 nehmen wollen, entscheidende Lehrsätze, die Seite 69, es gibt, alle sind interessant, alle sind relevant. Aber ich möchte eben mit diesem Zitat beginnen, welches meiner Meinung nach prägnant sein kann und sozusagen einprägend. Und zwar mit dem Proposition, mit der Aussage, mit dem Hauptlehrsatz, Lehrsatz 11. 11 kann vielleicht lesen. Er bekundet folgende Inhalte, sagt, wenn uns nicht Anwandlungen von Argwohn vor den Himmelserscheinungen quälten, oder vor dem Tode,
Er könnte uns irgendwie betreffen. Dazu die Tatsache, dass wir die Grenzen der Schmerzen und Begierden nicht erkennen, so bedürften wir der Naturforschung nicht. Vielleicht noch einmal lesen. Es ist irgendwie auch kryptisch, aber wenn man daran arbeitet, kann man wirklich sehr vieles, wirklich sehr, sehr vieles herausbekommen, das von der, das zu der Philosophie des Epikurs zugehört. Der sagt, wenn uns nicht Anwandlungen von Argwohn vor den Himmelserscheinungen quälten oder vor dem Tode, er könnte uns irgendwie betreffen, dazu die Tatsache, dass wir die Grenzen des Schmerzen und Begierde nicht erkennen, so bedürften wir der Naturforschung nicht. Gut, was impliziert dieser Text? Dieser Text, um vom Ende, mit dem Ende anzusetzen, sagt, gut, wir müssen uns mit der Naturforschung befassen, auf dass wir bestimmte Ängste eliminieren. Und wenn wir diese Ängste nicht hätten, dann würden wir nicht brauchen die Naturforschung, wobei als Naturforschung interpretiert wird die ganze Analyse der Wirklichkeit. Das heißt, es betrifft nicht nur die Physik, sondern es ist so, es ist die ganze Studie, die ganze Analyse der Struktur der Wirklichkeit in seinen Komponenten. Wir müssen das erlernen und verstehen, auf das damit wir diese Ängste, auf die ich bald eingehen werde, um eins von eins zu analysieren, damit wir diese Ängste loswerden. Das heißt, was für ein Verhältnis sich einstellt zwischen Studie der Wirklichkeit und Ethik und Wege zum Glück zum Beispiel. Die Naturforschung soll zur Ethik dienen. Das heißt, es gibt einen Primat für die Ethik. Das heißt, das ist wirklich sehr wichtig, denn es ist ganz leicht, dass der Aufmerksamkeit entflieht, aber es ist wirklich eine Zäsur in Bezug, im Verhältnis zu Philosophien wie denjenigen von Platon und Aristoteles. Denn dort wird nicht von einem Primat von der Ethik gesprochen. Natürlich, die Ethik, besonders bei Aristoteles, hat seinen Bereich, seine Interessenssphäre, muss studiert werden, muss analysiert werden, muss diskutiert werden, erörtert, hat er gelehrt und so weiter. Deren Prinzipien müssen natürlich verfasst werden und untersucht werden. Aber es ist nicht so, dass Aristoteles sagt, ich studiere die Ontologie, ich studiere die Struktur der Wirklichkeit, auf dass ich Ängste loswerde, auf dass ich Wege zum Glück finden könne, auf dass ich in dem Sinne, dass meine Forschung der Wirklichkeit irgendwie dient zu etwas anderem. Das würde er niemals annehmen. Sogar würde er sagen, die Ethik ist nicht die Königin der Wissenschaften, denn sie befasst mit etwas, das wie dem Menschen irgendwie minderwertig ist in Bezug auf die ganze, auf die Struktur der Realität und so weiter. Er würde das niemals akzeptieren. Das heißt, Epikur geht sofort auf Distanz zu einer ganzen Tradition, welche irgendwie auch die Tradition von Platon ist. Von Platon und von Aristoteles. Bei Platon könnte man diskutieren, ob Ontologie, Studie der Wirklichkeit und Ethik etwas anderes von wirklich getrennt werden. Aber bei Aristoteles ist es mit Sicherheit so. Das heißt, er sagt, eines ist die Studie, was Epikur Naturforschung meinen will, das heißt die ganze Struktur der Wirklichkeit, die ganze Struktur der Realität, diese Analyse, und anderes ist die Ethik. Und es ist natürlich nicht akzeptabel für Aristoteles, dass die Studie der Struktur der Wirklichkeit
zu etwas anderem dient. Es ist Selbstzweck. Es ist Selbstzweck. Hier können wir wirklich finden, etwas, das charakteristisch, wirklich ein definierendes Merkmal, nicht nur für den Epikureismus ist, sondern für die ganze Spekulation vom Hellenismus. Das heißt, für die drei Hauptbewegungen, Hauptströmungen, Denkhauptströmungen. Das heißt, Epikureismus einerseits, aber andererseits auch Stoizismus und Skeptizismus. Denn wenn auch, wie wohl auch die drei Strömungen verschiedene Interpretationen der Wirklichkeit vorschlagen, wenn auch diese drei Strömungen, Denkbewegungen, verschiedene Vorschläge für die Ethik befürworten, die irgendwie auch gegensätzlich sind, zum Beispiel zwischen Epikureismus und Stoizismus gibt es wirklich einen Streit, könnten wir sagen. Das heißt, es ist ganz klar, dass einiges, das Epikur gedacht hat, eben gegen die Stoiker gedacht wurde und umgekehrt die Stoiker sich auch gegen Epikur gestellt haben. Aber allen Differenzen zum Trotz zwischen Stoizismus, Skeptizismus und Epikureismus, es stellt sich immer als gemeinsamer Nenner heraus das Primat der Ethik. Wobei als Ethik nicht nur und nicht notwendig, nicht unbedingt eine Theorie von Prinzipien, von der richtigen Prinzipien des Benehmens ist, sondern vielmehr auch das, aber auch im Besonderen die Suche nach dem Wege, nach dem Wegen zum Glück intendiert wird. Aber es ist immer so, die Praxis, die praktische Sphäre hat bei allen drei Hauptströmungen von Hellenismus ohne Zweifel den Primat erreicht. Das ist wirklich eine Umkehrung in Bezug auf Aristoteles, in Bezug auf, im Verhältnis zu der aristotelischen Tradition, aber wenn wir auch so wollen, in Bezug auf den größten Teil der philosophischen Tradition, auch die von der Vorsokratiker, weil diese Tradition entweder Ontologie, Studie der Wirklichkeit und Ethik getrennt hat voneinander, hat gesagt, das ist das und das ist das und die beiden sind voneinander fremd, oder hat immer den Primat der Ontologie gegeben, der Studie der Wirklichkeit, der Spekulation an sich selbst. Das ist wichtig für Epikur. Das ist schon ein wichtiger Punkt für die Philosophie von Epikur. Denn wir können wissen, wir können sehen, dass wenn er von der Struktur der Wirklichkeit spricht, und ich werde jetzt erklären, was er sagt, wie sagt, er hat immer den Zweck vor Augen, diese Studie, diese Analyse der Wirklichkeit und deren Resultate, deren Ergebnisse so zu applizieren, dass er ein bestimmtes Rezept zum Glück vorschlagen kann. Das heißt, deine Studie der Wirklichkeit ist nicht an sich selbst, für sich selbst genommen, sondern die zu etwas anderem. Das ist wichtig. Und aber wir haben in diesem auch kurzen Zitat noch etwas anderes, das auch sehr wichtig ist, und das Sie im Programm von für heute finden können. Das heißt, wir haben irgendwie skizziert, abgerissen, das Tetrapharmakon, das vierfaches Heilsmittel. Warum? Weil er spricht von sozusagen vier Hauptproblemen, welche den Menschen betreffen und weswegen der Mensch auch die Naturforschung braucht, eben von diesen Problemen befreit zu werden. Er spricht Abwandlungen von Argon,
vor den Himmelserscheinungen, das ist eins. Das heißt, das wird in anderen Texten als die Furcht oder die Angst vor dem Gott oder von den Göttern, das heißt vor der Macht vor den Göttern, ausgelegt. Und Epikur will uns befreien vor dieser Angst, die er irgendwie zurückbindet an die überlieferten Religionen. Für ihn so etwas sind die Götter als rachelüstig und so weiter präsentieren wollen. Und in diesem Sinne will Epikur sich irgendwie als Reformator der Religion vorstellen. Das heißt, er will sagen, das wird seine Lösung sein. Sie sind so, die Götter sind in Bezug auf die Menschen und auf die Menschensphäre komplett indifferent. Sie beeinflussen nicht, sie agieren nicht in dieser Sphäre, sie leben doch, das heißt, er ist kein Atheist, sie leben doch in einer anderen Sphäre, welche mit der Welt, mit dem Schicksal der Menschen nichts zu tun hat. In diesem Sinne will er reformieren. Die ganze Tradition, die sagte, die zum Beispiel bei Homer zu finden ist, die Götter so, oder auch in der Tragödie, zum Beispiel in einigen Tragödien, die so die Götter so vorstellt, als ob die Götter direkt Einfluss haben könnten, die streiten miteinander haben, die sich Rache nehmen an diesem und dieser anderen Person, die eine Person oder eine andere Person verfolgen und so weiter. Und er will sagen, nein, die Götter sind nicht so. Die Götter sind indifferent, sind anders. Nicht nur wenn sie von gleichgültig im negativen Sinne. Sie leben in einer anderen Sphäre. Sie haben mit den Menschen nichts zu tun. Das ist das erste Heilsmittel von diesem Tetrapharmakon. Das zweite, die Sie hier sehen können, ist folgt unmittelbar danach. Quälten oder vor dem Tode. Das heißt, das ist das zweite Problem für den Menschen, das ihn verhindert, glücklich zu sein, natürlich in dem Sinne von Glück, das Epikur annehmen wird, wir werden sehen. Welche? Aber es ist sowieso ein Problem. Das heißt, ein Problem, weil diese Angst vor dem Tode den Menschen verhindert in seiner Unerschütterlichkeit, in seiner Seligkeit. Und Epikur will auch gegen dieses Problem kämpfen, will dieses Problem bekämpfen, indem er zum Beispiel sagt, mehrmals, Sie können aber das klar finden im Brief an Menikäus, in der Mitte, wir werden sehen, wo. Er sagte, wir müssen keine Angst haben vor dem Tode, denn wenn der Tod an sich selbst ist nichts, ist Abwesenheit von Empfindung, wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da und umgekehrt. Damit will er auch sagen, wir müssen nicht Angst haben vor dem, was dem Tode folgt. Das heißt, es gibt nicht Preise oder Strafen. In diesem Sinne will er auch nicht nur, könnte man sagen, nicht nur das Problem Tod lösen, sondern auch sich gegen eine bestimmte religiöse Belieferung, die sagte, es wird Strafe oder Preise geben nach dem Tode. Innerhalb der philosophischen Tradition, diese These wird zum Beispiel von Platon repräsentiert, befürwortet. Das heißt zum Beispiel in Phaidon wird von Preisen und von Strafe nach dem Tode, ebenfalls in der Republik, in dem Staat, im 10. Buch, das bringt auch zu einer bestimmten Theorie der Wiedereinflaschung, der Reinkarnation bei Platon, die eben je nach dem Benehmen im vergangenen Leben entweder Fortschritte oder Rückschritte
in der sukzessiven Leben, in der folgenden Leben mit sich bringen wird. Und Epikur will in diesem Sinne, wenn er sagt, es gibt nichts nach dem Tode, will er sich positionieren gegen eine bestimmte Tradition der Religion, aber innerhalb der Philosophie will er, so wie sagen, bestimmte Pfeile an die Adresse von Platon zum Beispiel ausrichten. Abwerfen. Und dann, es kommt auch, wird gesprochen, die Grenzen der Schmerzen, das ist der dritte Problem von diesen vierfachen dass dieses Tetrapharmakon, das heißt vierfaches Heilsmittel, bekämpfen muss. Das heißt, dass der Angst, die Angst, die Furcht vor dem Schmerz, in diesem Sinne will Epikur das Problem so lösen, dass er zum Beispiel mehrmals sagt, ist der Schmerz zu stark, wird er nicht lange dauern, und umgekehrt, ist der Schmerz nicht allzu stark, dann ist er ertragbar, erträglich. So will er sich irgendwie den Menschen von dieser Angst befreien. Natürlich, es ist eine andere Sache, ob das ihm gelingt, ob er nicht kritisierbar ist, aber das ist sozusagen ein drittes Hauptproblem, das er in Angriff nehmen will. Das vierte Hauptproblem, das eben das vierfache als Mittel Lösungen suchen muss, um loszuwerden, ist Angst, betrifft die Begierden und betrifft sozusagen die Angst vor dem Ende der Begierde oder betrifft den schlechten Einfluss, dass die Begierden auf uns, die Lust auf uns kommen lassen kann. Und Epikur in diesem Sinne wird unterscheiden zwischen Lust, welche sozusagen uns nicht schädigt, und Lust, welche hingegen uns schädigt. In diesem Sinne zum Beispiel will er als Lust oder als Begierde, das gestattet wird, praktisch nur die Befriedigung von aus der das Loswerden von Durst, von Durst, von Hunger und von der Kälte. Das sind für ihn die primären Bedürfnisse, deren Befriedigung sozusagen nicht zu weiteren Schaden kommt. Das heißt, er will unterscheiden und sagen, es gibt eine Art von Begierden, deren Befriedigung uns zum Zustand von Glück verhelfen kann, wie zum Beispiel, wir sind unglücklich, weil wir Durst haben, Hunger haben oder an der Kälte leiden. Das sich verschaffen von Mitteln, um diese Probleme loszuwerden, kann uns helfen, den Zustand von Abwesenheit von Unlust zu erreichen, wobei Abwesenheit von Unlust ist das, was Epikur als das wirkliche Glück interpretiert. Denn Abwesenheit von Lust ist identisch mit Unerschütterlichkeit der Seele, und die Unerschütterlichkeit der Seele ist für Epikur das wirkliche Glück. Andererseits will Epikur ganz klar sagen, dass die anderen Begierden, welche in uns immer Ängste sozusagen oder Aufregungen produzieren, weil wir entweder befürchten, diese Begierde nicht befriedigen zu können, oder weil wir befürchten, diese Begierde sozusagen, die Befriedigung von dieser Begierde zu verlieren, diese Begierden und deren Befriedigung statt
eigentliche Lust zu sein, sind hingegen Unlust, denn sie bei Lichte besehen, produzieren mehr Unlust, viel mehr Unlust als Lust selbst. Das heißt, er will unterscheiden und sagen, diese Begierden sind gestattet, die bringen eigentlich zum Zustand der Unerschütterlichkeit, der Ruhe der Seele, der Abwesenheit von Unlust, und diese sind gestattet und sind gut in diesem Sinne und sind Wege zum Glück. Die anderen Begierden sind hingegen etwas, das bei Lichte besehen zur Unlust bringen können, zur Unlust bringen werden, zur Unglückseligkeit, denn die werden mehr Unlust verschaffen als Lust, obwohl sie unmittelbar gesehen Lust auch bringen können. Langfristig werden sie mehr Probleme, mehr Schaden verschaffen, anrichten, dass sie lösen. Das ist ein Beispiel zu sehen, wie schon in diesen kurzen Zeilen so viel von der Philosophie, von den Hauptpunkten von Epikur, vom Programm, Grundsatzprogramm, philosophischen, ethischen Grundsatzprogramm von Epikur steht. Das heißt, wir haben gesehen, Primat der Ethik einerseits, Primat des Willens vom Suchen nach Glück einerseits und andererseits die Darlegung, das heißt die Auflistung der sogenannten vier Hauptprobleme und da die Hoffnung zum Programm vom Tetrapharmakon, vom vierfachen Heilsmittel, das immer wieder in seinen Texten zu finden ist. Das ist das ist eine kurze sozusagen Vorrede zur Vorstellung von Epikur. Ich wollte eben mit diesem meiner Meinung nach interessanten und prägnanten Zitat beginnen, denn das kann sofort eine Idee vermitteln, was die Hauptpunkte des Epikur sind und was die Grundprobleme sind, welche Epikur in Angriff nehmen will und auch wie das Verhältnis zwischen Feldern der Forschung für die Philosophen zu stellen ist. Das heißt nicht mehr wie früher entweder Primat der Studie der Wirklichkeit, der reinen Spekulation an sich selbst oder auch Trennung, aber sowieso Trennung zwischen den Bereichen, Ethik einerseits, wirklich Studie der Wirklichkeit andererseits, sondern wirklich eine Abhängigkeit und die Unterstreichung der Abhängigkeit und des Dienstes von Seiten der Naturphilosophie, damit aber intendieren einschließend auch die Studie der ganzen Wirklichkeit, Dienst von diesem Bereich in Bezug in Verhältnis zur Ethik, zur Suche und zur Findung von Wege für die Lösung von den Problemen, welche die individuelle Existenz betreffen. Diese sind die Punkte, die ich herausstreichen wollte. Und jetzt kann ich sozusagen übergehen zu einer Präsentation vom Leben von Epikur, von der Biografie von Epikur. Aber natürlich möchte ich mir zuerst erlauben, ob es Fragen gibt, Unklarheiten, oder natürlich können auch später gestellt werden, können auch per E-Mail gestellt werden, das ist kein Problem. Aber wenn es schon jetzt etwas herausgekommen ist, das nicht klar ist, oder dass ich vielleicht nicht genügend betont habe, natürlich sind alle Anmerkungen mehr als willkommen. Und sonst kann ich zu diesem Problem, zu dieser Vorstellung des Epikurs prozedieren. Sie können, Entschuldigung, wenn ich schaue, dann so, vielleicht kann es schon machen. Entschuldigung. Muss unlocken.